Der Abend des 9. November war für mich etwas Unvergessenes und bleibt es auch, weil ich war am Fernsehen live dabei, als Günter Schabowski seinen Zettel vorlas. Es war ganz peinlich, es war auch sehr unwürdig, aber es war klar, ab heute passiert etwas, was wir die ganzen Jahre, auch meines kurzen Lebens damals, für völlig unmöglich gehalten hatten.